I'm not Rapunzel, waiting for a thousand years for someone to come by. I don't know why there's a storm inside me, raging and recalling wild. Too big for a teacup, running wild. And I'm tested to talk about the what's and when's and why's. So get off, get gone. Oh, you've got your reasons, they're just not mine. I don't have the time. Neben mir sitzen Tine und Moritz von Couscous und die beiden machen etwas, das nennt sich Crowdfunding. Ich möchte jetzt erstmal von Moritz wissen, was das denn überhaupt ist. Das ist eine ganz tolle, im Prinzip ein neues Geschäftsmodell. Das kommt aus Amerika, da werden da auch schon täglich Millionen mit umgesetzt. Das funktioniert im Prinzip so, dass jemand hat eine gute Idee, eine Erfindung, Kunst, irgendwas, wo er jetzt zwar schon genau weiß, was er will und wo er auch der Meinung ist, dass das für die Welt und für ganz viele Leute total interessant ist, aber er braucht dafür natürlich ein gewisses Startkapital. Und statt jetzt an eine Bank ranzugehen, einen Kredit aufzunehmen oder eine große Firma im Hintergrund zu haben, ein Label oder irgendwas, geht er einfach direkt an die Fans seiner Idee und sagt, pass auf Leute, ich verspreche euch, ich mache das und das und das und das und das und ihr helft mir dabei, indem ihr sozusagen das Projekt vorfinanziert. Das hat aber nichts mit Almosen zu tun, sondern es ist ganz klar, dass für jede Beteiligung, die man da bekommt, da rausgibt, bekommt der Konsument bekommt dann auch was dafür. Zum Beispiel in unserem Falle, wir wollen ein Album aufnehmen, wir wollen eine CD produzieren und da kann man zum Beispiel bekommt man dann die CD, wenn sie fertig ist, oder man kann uns auch für ein Hauskonzert buchen. Lauter solche Sachen, die nennen sich dann Dankeschöns. Und wir haben uns ganz viele tolle Dankeschöns ausgedacht. Man setzt sich immer selber eine Deadline. Und wenn man bis dahin das Geld nicht zusammenbekommt, dann ist das Geld, das die Leute dafür gegeben haben, nicht etwa einfach irgendwie weg, sondern das bekommt man dann wieder. Es ist also risikofrei und es bringt den Künstler und den Fan oder den Konsument einfach ganz nah zusammen, weil man es einfach gemeinsam macht. Warum habt ihr euch denn gerade für dieses Geschäftsmodell entschieden? Warum nicht eine Plattenfirma? Ich bin der Meinung, dass bisherige Geschäftsmodell, Plattenfirma, Knebelvertrag, was weiß ich glaube, das hat mittlerweile ausgedient. Man kann sich heutzutage als Künstler sehr gut selbst positionieren, selbst vermarkten. Und das Crowdfunding ist dazu eben eine ideale Methode, um unabhängig zu bleiben, um die Musik zu machen und die Kunst zu schaffen, die man machen will, ohne sich da reinreden zu lassen. Jetzt mal zu eurer Musik. Wovon handeln denn eure Songs so? Das ist ganz unterschiedlich. Also das meiste sind natürlich schon emotionale Dinge, die sich im Inneren zutragen und nach außen müssen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, aber auch Alltagsbegebenheiten oder irgendwie charakterliche Eigenschaften, die man auf die Schippe nimmt und mit Humor sieht. Also ja, breiteres Speck. Easily scared and I'm having a hard time. I reconsider turning it over in my mind. Oh, shouldn't I hear you say, hey. Der Name selbst steht nicht irgendwie für was. Also wir sind weder irgendwie afrikanisch, noch sehen wir uns als Beilage. Sondern es ist einfach der Name, das Wort an sich, das uns gefällt. Es wirkt ein bisschen exotisch und gleichzeitig aber auch irgendwie vertraut. Und natürlich auch dieses doppelte Couscous, ne, weil wir ja ein Duo sind, das gefällt uns auch. So, also es ist mehr so der Klang, der uns gefällt. Wir bewegen uns mit großen Schritten auf die 60% zu. Das heißt, da ist noch einiges zu tun. Aber ich glaube fest daran, wir schaffen das. Wann ist denn eure Deadline, die ihr euch gesetzt habt? Am 1.8. Wow, das ist ja sehr, sehr bald. Das ist sehr, sehr bald, genau. Man kann also gerne noch das Portal besuchen. Auf jeden Fall www.startnext.de/couscous-debütalbum. Oder man sucht einfach bei startnext.de couscous. Funktioniert auch. Noch ein paar Worte zum Schluss. Seid dabei, macht mit, gemeinsam schaffen wir das.
Ja, guckt gerne auf unsere Website, da kann man auch Songs anhören, auch einen kostenlos downloaden. Und ja, viel Freude mit der Musik.